So, dala. Und jetzt, Tja, und jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt verbinde ich mal noch hier untereinander. So. So. So entlasten wir den Verkehr zumindest ein ganz klein wenig, dass die auch untereinander können. Und ich sollte das Viertel natürlich auch noch benennen. Ein neues Viertel entsteht. Und zwar Wellen am Strand. Nicht Strand. So, Strand. Wunderbar. Jetzt gehen die Lichter an. Und ich habe noch keine Trambahnverbindung. Okay. Bauen wir am besten dann hier die Trambahn weiter hier rein, oder? Ich könnte hier eigentlich soweit sogar schon alles final fertig bauen, ne? Weil hier wird nicht viel mehr entstehen am Fuße der Berge. Hört auf, die ganze Zeit diesen einen zu benutzen! Benutzt auch den anderen Mann, dafür habe ich ihn gebaut! Ah! Alter, da bekomme ich... Da werde ich aggressiv von. Okay, es ist Nacht, meine Damen und Herren. Wir bauen jetzt ein wenig unterirdisch. Denn das ist schön zu sehen, das ist angenehm. Hier, da haben wir die Rohre. So. Die haben anscheinend echt den Sound weggemacht, oder? Das ist noch verbuggt. Dieses... Ich weiß nicht, wie ich es nachmachen soll. Irgendwie so halt. Also ihr versteht schon, was ich meine, wenn ihr hier länger zuguckt. Da fehlt irgendein Sound halt einfach. So, das musste ich jetzt leider so leicht schräg bauen. Hier kann ich das so verbinden. Da kann ich das auch noch so verbinden. Ein Sofa binden. Okay, was ein Wortspiel. Bestimmt keiner von euch gerade dran gedacht und auf einmal komme ich und sag Sofa binden. Wollen wir hier noch irgendeine Landstraße bauen? Zum Beispiel hier hinter oder so. Die Frage ist halt, brauchen wir das? Eigentlich nicht wirklich. Wir können die Straße dann noch so weit dahinter bauen, dann können die alle auf dieser Straße fahren. Hier einfach angebunden, fertig. Dementsprechend, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das hier ist eine dreispurige Straße. Dementsprechend fahren wir hier auch sechsspurig weg, also je dreispurig. Zack, zack. Nein. Jetzt ist das schon wieder doppelt. Hör auf, die ganze Zeit das so zu machen. Und jetzt ist es perfekt, nicht gerade. Aber das lasse ich noch durchgehen. So wie es ist. Hier ist aktuell echt noch recht wenig los. Dementsprechend fährt es sich super. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das mit der Tram jetzt fertig mache. Also jetzt habe ich hier zwar zwei schöne Tramgleise, aber die muss ich ja auch irgendwie noch verbinden. Und Halleluja, sie nutzen endlich beide Häfen. Oh, Mann. Da bin ich aber erleichtert, dass sie es endlich tun, Mann. Moment, halt, das klingt falsch. Halt, das klingt falsch. So. Warum ich das Ganze jetzt gerade schon wieder abreiße? Ja, ich bin einfach ein Genie. Ich will das Ganze anders machen. Ich gehe hier einmal runter. Dann gehe ich hier rüber. Noch weiter runter. Und gehe jetzt hier rein. Damit ich das hier einfach geradeaus machen kann. Haha! Seht ihr, was ich meine? Vorher war das nämlich einfach nicht schön.
So, dann gehen wir jetzt hier geradeaus, machen das hier noch schön und dann verbinden wir das. So. So. Ja! Ich habe ein gut. Langsam habe ich ein gutes Augenmaß entwickelt. Ah. Okay. Hier geht dann das auch noch ein bisschen weiter, aber das soll es jetzt erstmal so genügen. Die Autobahn sollten wir hier dementsprechend auch noch ein bisschen schaltgedämpfter machen. Wieso sind hier zum Geier Brücken? Was zum Teufel? Was hat sich der Map-Ersteller dabei gedacht? Die Brücke ist... Also, das habe ich so nicht gebaut. Heieiei, okay. So. Alles schalldicht machen. Also schalldicht in Anführungsstrichen. Schalldicht geht nie voll. So. Hier dann noch schön machen, da noch schön machen. So, wunderbar. Jetzt haben wir überall Schallschutzmauern. Die Tramstecke steht. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Also hier brauchen wir tatsächlich eigentlich nur diese einspurige Straße dahin. Aber will ich dann auch die Tramgleise über die gleiche Straße jagen? Könnte ich eigentlich tatsächlich machen. Also schöne Bäume und so haben wir eh nicht. Deswegen... Gib ihm. Ah, guck mal. Hier geht es nicht. Ja, wunderbar. Leck mich. Ach, Menno. Warum geht es nicht? Weil die vorgefertigt sind an die. Ja, schon klar, aber... Ah, Mann. Okay, das ist jetzt blöd. Dann machen wir das Ganze rückgängig. Bauen hier gleich noch vorbildlich. Moment, oder? Vorbildlich? Nee, nicht vorbildlich. Woran ich gerade über... woran ich gerade gedacht habe, war... ob ich hier gleich ein Gleis noch so wegmachen soll für die Direktlinie zum Hauptbahnhof. Dann entlaste ich nämlich auch so ein bisschen die Linie hier. Und wenn wir vielleicht tatsächlich noch ein paar mehr Touristen bekommen, dann könnte das echt interessant sein. Also, natürlich gibt es dann hier noch ein oder zwei Stationen, aber... Nein, dann ist es keine Direktlinie mehr. Ich bin, und wieso ist hier hinten immer wieder Stromausfall? Wir haben anscheinend nicht genug Strom. Doch, haben wir. Was zum Teufel, warum? Was ist denn hier los? Auch gut. Naja. Hm. Dann müssen wir ein wenig für Entlastung sorgen. Nee, nicht bei den Reichen da hinten. Wasser benötigt. Ah, ja. Wunderbar. Hier geht das. Und hier natürlich auch. Oh, auf den Bergen. Auf den Bergen bei den sieben Zwergen. Aber hier hinten wird sich an. Hier hinten wird sich definitiv anbieten. Und da. Oh ja, da würde ich es auf jeden Fall machen. wir müssen das Ganze jetzt nur drehen ordentlich. Wie ging das gleich nochmal? nein, so nicht. Ich möchte dich drehen. Drehen! Wie kann man die Boote nochmal drehen? Ich hab die Steuerung total verhauen. Und vergessen. Gameplay. Nein. Steuer. Sonstiges. Tastenbelegung zurücksetzen. Einzigartige Gebäude. Konfiguration. Nein. Fuck. Wo war das? Audio. Tastenbelegung. Oh, hallo. Mei. Ich kann jetzt nicht mal mehr lesen. Jetzt geht's los, Mann. Kamerarotation. Rotation. Rotation hoch. E und Q. Glaube ich zumindest. Strom. Nein, das war nur die Kamera. Mist. Ah, so kann man drehen. Rechte Maus gedrückt halten und runter und hochziehen. So, zack. So.
Hier entsteht ein kleiner Offshore-Windpark. Ein kleiner, wie ihr sehen könnt. Kein Bau auf Wasser möglich. Verdammt. Jetzt hat. Okay, jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie ans normale Stromnetz anbinden. Dafür machen wir eine schöne Trasse hier über den Berg. Warum ich das zum Geier mache, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich unendlich Geld zur Verfügung habe, verdammt. Und ich das irgendwie beeindruckend finde. Den Strom über den Berg zu leiten. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug Strom. Mit diesem Offshore-Windpark. Den müssen wir auch gleich natürlich benennen. Ich denke mal, dem, da ist es ganz normal, wenn wir denen einen ganz langweiligen, normalen Namen geben. Und zwar Off... Oh Gott, jetzt geht's los. Shore Windpark Corpulus Island. Nein! Okay. C.I. Offshore Windpark C.I. Eigentlich als Gag müssten wir es jetzt CIA nennen. okay. Oh, Entschuldigung, meine Damen und Herren. Ich habe gegen das Mikrofon gehauen. Okay, wir brauchen eine Tramstrecke. Denn, wir müssen da irgendwie hin. Dafür fahren wir hier geradeaus. Ich habe ja gesagt, ich werde das Ganze hier auf die Strecke machen und da vorne dann einfach abzweigen. Habe ich das schon gesagt? Ansonsten habe ich es jetzt gesagt. Dann müssen wir das Ganze natürlich noch irgendwie drüber kommen. Aber nicht schon wieder ganz. Mann, hör auf. Die ganze Zeit das ganz zu machen. So. Dann geht's so. Runter. Das Ding hat keine Stromanbindung. Oh. Ups. Außerdem haben so Stromanbindungen über dem Berg auch was für an und für sich. Man kann es komplett dorthin bringen, wo man will. Okay, das geht so oder so auch. Die Argumentation ist nicht schlüssig. Oh, wie die Leute den Zug nutzen. Genial. Na ja, gut, okay, ist auch die einzige Verbindung in die Stadt. Naja. Einspurig. Oder eingleisig geht es an dieser Stelle weiter. So. Ich weiß, dass das Ganze jetzt gerade hier eingleisig ist und dass ich es gerade komplett in die falsche Richtung baue, weil sie sich hier kreuzen würden. Aber, meine Damen und Herren, das kann man natürlich einfach auch drehen. Das hat ja auch was für sich. So. Hier haben wir dann eine schöne Trambahn. Haltestelle. Gibt es davon eigentlich im Workshop auch welche? Meine Damen und Herren, live sind Sie dabei, wie wir jetzt einfach mal nachgucken, ob es Trambahnhaltestellen gibt. Halt, das sind die Achievements. Ups. Workshop! Workshop, Workshop. Hallo? Webbrowser? Nein. Geht das nur über... Hallo? Option? Mods? Mods? Nein. Okay, gut, dann, ja, dann, speichern wir das Ganze mal. Hup. Dann gehen wir noch zum krönenden Abschluss in den Steam-Workshop und gucken nach, ob es schöne Trambahnhaltestellen gibt. Hallo? Ein Fehler ist aufgetreten. Error, 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 Error. Yes. Wir können gleich danach nachgucken, ob der Spielstand jetzt im Arsch ist und ob wir das Let's Play abbrechen müssen oder nicht. Dann wart ihr zumindest live dabei und seht, was ihr definitiv nicht machen dürft.